Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ja, in der letzten Folge sind wir vor Kapitel 7 gestanden. Das Spiel hat nicht gespeichert und jetzt musste ich von Kapitel 6 bis Kapitel 7 nochmal spielen. Es war zwar bloß größtenteils Laufen und ein Kampf jetzt gerade, aber trotzdem. Ich bin jetzt schon in Kapitel 7 rein, hab direkt Pause gedrückt und da sind wir jetzt. Tempel von... War man Pipi. Hm. Genau. Wir müssen den roten Schalter umlegen. Sehe ich dies als Richtigkeit? Wieso ist da oben eine alleinstehende Kiste mit einer Münze, die wahrscheinlich mehrere Münzen spawnen wird? Ich bin etwas krank, deshalb bin ich wahrscheinlich auch etwas leiser. Oh, Blissy, sehr schön. Also mal gucken, wie sich das jetzt so ergibt in der Folge. Wo geht's denn hier lang? Nee, da brauchen wir, da müssen wir springen können für oder irgendwie. Ah nee, das war das, wo man was oben drauf lernen muss. Okay, wir werden wahrscheinlich wieder irgendwie da hinten hinkommen. Also, kein Eis. Ich hab eben noch ein Eisrätsel gelöst. Bisschen verwirrend jetzt auf ein normales umzusteigen, aber ja. Ach, das ist das Rätsel. Das ist cool. Das ist cool, Leute. Dass ich gerade nicht geschafft habe. Ja, das ist cool. Doch, das mag ich, weil das ist ein bisschen... Da steckt schon ein bisschen mehr Denken dahinter. Es könnte sein, dass ich nicht ganz so laut bin wie die Dings. Ich mach mal die Capture Card etwas leiser. Damit man mich auch verstehen kann. Ja genau, und jetzt müssen wir gucken, das da. Seht ihr? Das muss jetzt hier drauf. Damit das andere jetzt sich fortbewegen kann. Weil wir müssen nachher auf jeden Fall das blaue deaktivieren. Sodass wir zum roten Schalter hinkommen können. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip ist nicht dazu. Doch! So? Jetzt denkt man sich, oh, jetzt sind wir festgefahren. Nein. Wir können von hier unten das hier hochschieben. Das hier rüber. Und das dann wieder runter. Und hier drauf. Dann nehmen wir das hier weg. Ja, das ist ja 1000er IQ, was wir an den Tag legen. Ich sitze auch ein bisschen komisch da. Gibt ein paar Probleme mit dem Bluescreen. Der ist jetzt schon zum dritten Mal runtergefallen. Ja. Und so eine Tür, die offen, die da von so weit oben runterfällt, ist auch nicht gerade schön. Vor allen Dingen nur, weil ich die Tür schwungvoll aufgemacht habe. Wahrscheinlich durch den Luftzug oder so. Gut, ich kann wieder lauter machen. Ich versuche dementsprechend auch lauter zu sprechen. Ich gucke gerade, ob hier alles stimmt vom Sound. Doch, 52, 52. Es sollte eigentlich passen. Ich habe jetzt mal bewusst kein Jane oder sowas drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Capture Card im Allgemeinen zu laut ist. Ich weiß es nicht. Zumindest war es in den vorherigen Aufnahmen so. Ich lasse jetzt einfach mal so in Ruhe und ja. Lecker! Und auch schon der nächste Bosskampf. Besiege alle Gegner, mache ich. Da muss ich irgendwie überspringen. Ah. Das ist ein Tornado. Der pustet uns alle weg. Und zwar gibt es eine Richtung, in die er kommt. Die wird hier angezeigt. Er kommt jetzt relativ gerade nach da. Und wird also, wenn ich das... Wo ist denn der? Hier. Wenn ich das richtig sehe, wird er einfach so gerade rüber. Wird ein paar Rabbits hier treffen und da. Sollte aber keine allzu großen Probleme jetzt uns bereiten in der ersten Runde. Außer man stellt sich so doof an wie ich. Aber Mario, Rabbit Mario kann dann hier springen. Platziert sich dahin. Stimmt, der hat eine Donnerbüchse, da muss ich aufpassen.
Ja, weil er trifft. Trifft er Peach? Nee, würde er nicht, aber... Ja, da mache ich jetzt 1000er IQ. Ich mache jetzt die Heldensicht an. Schieß auf den mit einem hoffentlichen Crit. Nee. Aber jetzt IQ hoch 10. Magnettanz. Wird er abgeschossen. Genau. Ja, da können wir einen Gegner rausnehmen. Machen wir das doch auch gleich. Dann lohnt sich gar nichts. Jetzt kommt der Tornado. Ich weiß nicht, ah doch, den kann man gut erkennen. Sag Mario, schieß den nochmal ab. Weil der sich jetzt ja bewegt hat durch den Tornado. Lohnt sich. Aber wir haben einen Heiler. Um den müssen wir uns zuerst kümmern. Ja. Ja, bis wohin kann Mario? Bis dahin. Dann Rabbit Mario, du gehst hier hin. Ja, ja, schieß ruhig. Alles gut. Und Mario, du springst jetzt von ihm ab. Auf den Heiler drauf. Du stellst dich dahin. Können wir nämlich den Hammer einsetzen, Leute. Und Rebel Peach sollte eigentlich auch noch in der Range sein zu springen. Ja. Wir müssen gucken, wo der Tornado hingeht. Ich habe nie auf den Tornado geachtet. Er wird uns genau treffen. Egal, aber dafür ist dann der eine Gehilfe schon mal raus. Kann Mario ihn jetzt rausnehmen? Schon direkt? Ja, kann er. Okay, dann doch kein Hammer. Dann können wir uns den Hammer für Bananas aufsparen. Und tschüss. Rabbit Mario. Hat sonst niemanden mehr? Okay. Ich hätte noch die Schutzblase aktivieren sollen, aber Gleichberechtigung für alle. Wenn einer Schaden bekommt, dann sollen die anderen auch bekommen. Oder nicht? Der überhaupt einen von uns getroffen? Der ist direkt an uns vorbei. Super! Wie viele Gegner sind es denn noch? Nur noch der eine? Ja. Ja, Mario, das schaffst du schon. Jetzt, du dich da hinschießt, fertig. Ganz einfach. Zack, plupp. Ach, apropos, Leute. Wunderschöner Pulli hier am Start. Passend zur Cap. Da es heute so kühl ist. Und die Rabbits, die weht schon weg hier von unserem Tornado. Ich habe mich schon gewundert, warum es im Kampf auf einmal wieder so hell war. Was könnte man sich hier angucken? Ja. Wie heißt es so schön? Wer Sturm sät, wird Rabbits ernten. Schaut euch mal dieses Bild da an. Das ist Bowser Jr., wie er gerade Spawny entführt. Und hier sind wir, die ihm hinterherrennen. Stimmt gar nicht, Rabbit Luigi wurde ausgetauscht. Eine ganz offensichtliche Kiste? Okay. Vielleicht gibt es jetzt irgendwas Besonderes gleich. Weiß ich nicht. Noch so eine Kiste? Warum gibt es so viele Kisten? Soundtracks. Das Lied von Eis und Wüste. Aber sonst kann man hier nichts machen. Nee. Also doch kann man schon, aber erst nach Beendigung der jetzigen... Also hier, wenn wir Welt 2 geschafft haben. Er hat noch nicht gelernt, wie man diese Statuen hochhebt. Was ist denn hier los? Oh, ein goldener Soundtrack. Rabbit Kongs Melodie. Und da steht schon Verteidiger. Egal, das wird schon. Ah, das ist bloß ein erreichtes Gebiet. Ja, das wird einfach.
Ja, wenn man da durchgeht, kommt man daraus. Es ist ja auch noch so kurz. Oder müssen wir links lang? Warte mal, ganz kurz, warte mal. Wenn wir jetzt hier theoretisch hochgehen, können wir dieses Areal hier komplett skippen. Und wären somit schon hier. Hier müssten wir einfach bloß noch runter. Kämen aber weiter hinten raus, könnten aber wahrscheinlich schon direkt im selben Zug noch. Mario hat so eine gescheite Primärwaffe. Sekundär. Ja, gut. Rabbit Peach auch. Primär. Auch nichts Besseres. Rabbit Mario ist okay. Super. Skill Tree. 35. Stampfschaden auf 70. Oder ein stärkerer Dash. Oder wir. Cooldown, natürlich Cooldown sofort. Heilen Cooldown kostet 100. Okay, dann warten wir da noch. Bei Rabbit Luigi. Lohnt sich eigentlich hier Vampir? Bei Luigi ist klar, da gehen wir auf die Herzen. Rabbit Mario, was war das? Waffenparade. Rasereischaden, klar. Müssen wir auch erhöhen. Wenn er schon so oft dashen kann, müssen wir auch den Rasereischaden erhöhen. Ich habe immer Angst, dass ich so leise rede. Ich hole das Mikrofon noch näher. Wer hat am meisten Leben? Rabbit Mario, dann bleibt Rabbit Mario unten. Rabbit Mario kann jetzt zweimal dashen. Ham. Und stellt sich dann hier hin. Sehr schön. Mario will jump up super high. Macht hier sogar noch einen Stampfer. Und kommt schon bis hier vor. Mario, das ist sehr gut. Doch, ich schieße auf den. Das lohnt sich einfach mehr. Bei Rabbit Peach kommt jetzt ja natürlich auch noch nach oben. Aber halt nicht so weit wie Mario. Ich glaube. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Den kann ich nicht treffen. Gut, dann schieße ich auf den, ist klar. Ah, er hat mich weggeschoben mit einem Crit. Egal. Du schießt einfach da drauf mit Vampir, sehr schön. Und du machst noch die Heldensicht an Mario, je nachdem, falls einer kommen möchte und ein bisschen hier. Mal gucken, ob es funktioniert. Bei ihm da drüben sind auch noch Gegner, genau. Perfekt. Ich hasse es, einen Instant Crit zu bekommen. Wir brauchen einen gewissen Charakter, der kann das nämlich auch. Heißt super Chance das Ganze. Ich will hier gar nicht vor, ich will eigentlich mehr hier hinten bleiben mit ihm. Reißig Schaden mit einer Raserei ist halt wenig. Dann mach ihn mal raus hier, den Guten. Mit bisschen Heilung, weil Vampir lohnt sich. Rabbit Peach, du kommst nicht in die Röhre. Dann stell dich schon mal wenigstens hier davor. Falls da einer ein bisschen Ärger machen möchte, kannst du den ja direkt rausnehmen. Und Mario, ist klar, du rennst da durch. Ich würde Mario sogar noch. Nee, ich muss runter. Nicht, dass er nachher nicht durch die Röhre kommt, das wäre nicht so gut. Ich kann sogar jemanden treffen. Den ganzen Verteidiger kann ich treffen. Zap.
Ja, wir schicken mal die Bombe dahin. Sollte ja in zwei Zügen da sein. Die kann ja durch Röhren gehen. Okay. Ja, Mario, mach du mal hier. Bei dir ist es nicht so wichtig. Du hast Heilung eher nicht. Ach stimmt, die ist ja bloß gegen Bewegungsschaden. Nein! Mach ihn kaputt. Baby Peach, du musst Mario befreien. Hier nach vorne springen und auf den Typen da schießen. Sonst wird es kritisch. So, einmal weg da. Sehr schön. Zack. Damit mache du sammelst die Münzen ein, bleibst aber noch hier hinten. Oder nee, du gehst ein Stück vor. Nee, der hat super Chance und ich glaube, der hat. Ja, der hat Schurkensicht. Ah, nee, Mario, du bewegst dich gar nicht. Aber der hier bewegt sich halt. Komm ich von hier direkt? Nein, tue ich nicht. Dann ist ja klar, ich springe. Bounce auf dem hier ab. Und stell mich schon bereit dazu, in die Röhre zu gehen, dahin. 50 Schaden mit einem Sprung. Das ist. Ja. Nicht von schlechten Eltern hier. Ich hab jetzt schon einen Crit! Yes! Der hat auch einen Crit gemacht, also selber schuld. Du bleibst einfach da stehen. Ja, in der Hoffnung, ja. Alles gut, das ist nicht so schlimm. Mario, du bleibst immer noch da. Rebel Peach, du musst jetzt hier rauskommen. Stellst dich dahin und nimmst den Verteidiger raus. Tschüss. War nett, dich gekannt zu haben. Auch toll, dass du mal deine super Chance benutzt hast. So, jetzt können wir endlich ins Ziel. Geschafft! Oh Gott. Yes! Zweimal perfekt. Sehr schön. Boah, ist hier hell. Oh, hier gibt's Münzen. Ich habe genau eine Flasche. Ah ne, ich habe mehrere verpasst. Was auch immer uns dieser Platz jetzt hängt. Wenn wir so weit geschossen. Okay. Wahrscheinlich ist die Area zu groß und die mussten es trennen. Ja, ich sehe es schon. Ja. Jetzt sind wir in einer Eis-Area ohne, komplett ohne irgendwelche Aussichten auf Dings. Aus der wunderschönsten Tasse der Welt hier. Erstmal türkischer Apfeltee. Gut, Kapitel 8. Denke ich mir auch gerade, Mario. Da gibt's ein Rabbit Cure. Liebe Leute. Könnt ihr mal einen Screenshot von dem Ding machen und gucken, was passiert, wenn ihr dieses Ding scannt? Ich würde es einfach mal wissen. Vielleicht gibt es irgendwas dafür, wenn man das scannt. Scannt das mal. Also, diesen. Den QR-Code hier. Bitte, ich würde gerne wissen, was passiert. Weil, wenn ich mich jetzt gerade hinsetze, dann. So. Ja. Währenddessen muss ich die Folge wohl oder übel beenden, da wir mit Kapitel 7 schon durch sind. Und wir fangen das mit. Doch, wir haben noch genug Zeit, das neue Kapitel anzufangen. Oh no! Ich werde das jetzt nicht mit Synchronstimmen vorsprechen, ich lese es einfach vor. Tja, offenbar kann diese Trottelbande nicht genug von deinen Talenten bekommen, Spawny. Ich frage mich, mit was für einer neuen Schöpfung du ihr Interesse wecken wirst.
Lass dir was Gutes einfallen. Tu's nicht. Spawny? Tu's nicht. Na los, zeig's ihnen. Liefere ihnen etwas direkt aus deinen Albträumen. Oder ich gebe dir etwas, wovor du wirklich Angst haben solltest. Hör auf zu wackeln, du Schwachbirne. Du fällst noch aus dem... Irgendwie tut ihr mir schon leid. Was hat er bloß erschaffen? Dam, dam, dam. Achtung, Schneesturm. So. Schießt ihn doch ab, Mario. Und ihr haltet euch von Spawny fern. Wagt es nicht mehr in die Quere zu kommen, klar? Ich muss Sachen erledigen und meine Probleme mit meinem Vater vergessen. Kenn ich irgendwoher. Ruf des Sorbetbergs. Okay, ein kleines Labyrinth, wo man aber komplett überschauen kann. Für mich kein Labyrinth, aber okay. Da braucht man ja voll das System hinter. Zack. Zack. Nein. So viel zu System. Oh, Alter, das ist auch noch so hell. Renn! Danke. Wow. Ist das Captain Rabbit Lou? Das sieht so aus wie Captain Eagle. Ihr wisst schon, der von dieser Dingsmarke da. Ja, ja, Fischstäbchen. Seht ihr das? Sind das Bananen? Ist da über mir? Direkt über mir. Okay. Leute, das da steht was auf Japanisch. Kann das irgendeiner übersetzen? Mich würde das voll interessieren, was da steht. Das ist ja voll das Oversecret hier. So, eine neue Waffe für Mario. Oh. Einen neuen Hammer für dich. Aber ich glaube, mit dem Hammer sind wir noch ziemlich weit voraus gewesen. Okay, den nächsten Kampf können wir noch nicht anfangen jetzt. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingskampf. Ja, 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 der ist cool. Der ist cool. Den kann man theoretisch auch in 2-3 Runden schaffen. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, drückt den Like. Das ist Englisch und heißt, ich mag es. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einfach. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao.